Was geht ab? Nix, aber dir. Willst du endlich losgehen? Ja. Aber können wir noch nicht. 10 Minuten. 10 Minuten noch. Das sind die längsten 10 Minuten deines Lebens, glaube ich, ja, oder? Ja, warten ist scheiße. Warten ist scheiße. Was glaubst du, wohin es geht? Im Biergarten. Okay, nice. Darauf kommen wir nochmal zurück später. Okay. Für unsere Sicherheit gesorgt. Uwe, für die Sicherheit ist gesorgt. Mit was fangen wir an, Bobby? Okay, das machen wir schnell, Gustav. Achso, okay. Ja, so ein bisschen muss ich noch hier. Warte. Aber echt warm heute. Ja, ist doch schön. Oh mein Gott, hat eine. Ja. Meine. Ja. Oh Gott, Hilfe. Oh mein Gott, Atamon. Ich dachte, wir fahren im Golf. Was? Geil, gell? Alleine sind wir hier in so einer. Jawoll! So. Wir selber Musik machen. Unter KBT mit Bluetooth verbinden. Okay. DJ Mary. Mach doch DJ. Prosecco habt ihr da hinten bei dir. Okay. Und einen riesigen Applaus. Marie, Sophie, Bayer. Üben nur, gell? Bisschen laut. Das muss man auf 8, das hatten wir auf 8, gell? So, seid gleich dabei hier bei der Probe. Meine Güte. Ich bin noch nicht auf. Ach so, du willst es aufkriegen. Warte, dann. Scheiße, wir müssen tauschen hier. So. Okay, warte, gib's mir doch mal. Cheers! Ey, wenn du wüsstest, wie es vor Ort aussieht, ne, wo wir gerade hinfahren, du würdest ausrasten. Ich habe schon Bilder gesehen. Wohin geht's? Sag ich dir nicht. Nein. Ich bin aufgeregt. Ja, also da kannst du dich hinlegen, weil es dauert jetzt noch 3 Stunden, bis wir ankommen. Ich schlaf mal ein bisschen. Avocado! Willst du mal so einen kleinen Tipp haben? Ja, einen Tipp. Echt jetzt? Jetzt schon so? Ja, jetzt auf Tipp. Ja, okay. Halt die Fresse, oder echt jetzt? Bitte was? Echt jetzt? Ich sag gar nichts dazu. Semner Straße oder Allianz Arena? Was glaubst du? Wo sind die denn? Ich weiß es nicht. Semner Straße, da bei dem Gebäude. Kann schon sein, ja. Sebaia, Stern des Südens, du wirst niemals untergehen. Sebener Straße. Sebener Straße. Ja. Oder Allianz Arena. Da stand nämlich Arena. Du hast mich verarscht mit der Sebener Straße. Deutscher Meister! Ist das geisteskrank, Alter? Warte ab, es wird noch kranker, keine Sorge. Es ist krank genug, wir können auch hier unten feiern, scheiß drauf. Alter! Mein Lied ist jetzt. Ja. Ja, wir sind richtig. Nein! Nein! Hallo! Hallo, Wanda! Hallo! Alter, da dürfen wir die Bayern-Spieler rein, Mann. Ich bin Bayern-Spieler. Hallo! Hallo! Einen herzlichen Glückwunsch seitens du. Dankeschön, Dankeschön. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Hast du gesehen? Den Bild? Was hab ich gesehen? Die Bild? Ja, 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 hab ich gesehen. Hallo, was ist los? Da ist der Pressekonferenzraum. Ja, komm mal. Nein! Wir sind. Geh du. Jetzt halt die Klappe, Alter. Was ist denn
Ja, gibt es etwas Schöneres als eine Feier Ziel? Regen, gell? Jetzt, genau jetzt. Regen macht schön, Chris. Hey, Jung, Marie. Prost. Cheers. Das Spiel ist noch. Machen wir gleich weiter, wo wir aufgehört haben. Hallo. So ist es manchmal. Geh mal hin. Manchmal ist das Wetter einfach da, das können wir nicht ändern. So, seid ihr gut drauf? Seit ihrem fünften Lebensjahr liebt Marie den FC Bayern München. Sie geht in jedes Heimspiel, fährt in fast jedes Auswärtsspiel und ist ein Fan Leib und Seele. Wir haben uns gedacht, wir machen mit Marie heute etwas ganz Besonderes, denn die Marie darf heute live hier in der Allianz Arena, jetzt leicht verlagert, hier hoch, die Mannschaftsaufstellung vorlesen vom FC Bayern München. Und das ist dein Publikum. Das sind 75.000 Zuschauer. Jetzt hört mal, könnt ihr mal schon sagen, wie laut sind 75.000 Zuschauer? Und jetzt kommt der große Moment. Du liest die Mannschaftsaufstellung vor wie Jens Lehmann mit und hier ist sie. Okay? Und wir singen alle mit und feuern dich volle Pulle an. Hier sieht bei euch die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München. Mit der Nummer 1 im Tor, Marvin! Mario! Mit der Nummer 6, Joshua! Mit der Nummer 4, Matthias! Mit der Nummer 39, Matthias! Mit der Nummer 22, Raphael! Und was ich noch gehört habe, dass du früher mal Volkmausin-Fan warst. Bestimmt kennst du die Gründer mit der Sonnenbrille oder auch Kika-Tanzala. Ich wünsche dir heute einen ganz tollen Tag, lass dich ordentlich feiern und man wird mal auch nachsehen. Ich bin das Brutal. Ich bin das Brutal. Bist du auf Wasser, Junge? Beziehungsweise hörst, dann nimmst du dich an einen ganz besonderen und emotionalen Ort wahrscheinlich für dich. Ich hoffe, du genießt deinen Tag und vor allem auch deinen 18. Geburtstag. Ich wünsche dir Salut Marie, c'est Mathis. Joyeux anniversaire, tout plein de bonnes choses. Et voilà, profite bien de ton jour. Und alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Hey Marie, hier ist Emanuel. Ich wünsche dir alles Gute zum 18. Geburtstag. Ich hoffe, du genießt deinen Tag und vor allem auch deinen 18. Geburtstag. Hallo Marie, alles Gute zu deinem 18. Geburtstag. Ich hoffe, du hast eine großartige Feier und genieß deinen Tag. Ich wünsche dir vom Besten nur das Allerbeste. Hallo liebe Marie, alles Gute zum 80. Geburtstag. Grüße aus FC Bayern. Zur Volljährigkeit, zu deinem 18. Ehrentag, alles erdenklich Gute. Happy Birthday, liebe Marie, auf dein 18. to you. Hallo Marie, ich wünsche dir alles Gute zum 18. Geburtstag, dein FC Bayern. Ja, alles Gute, dein L. Alles Gute. Wünsch dir Büffel Lorenz. Ich
habe gehört, du feierst deinen Geburtstag. Lass es krachen. Alles Gute zu deinem Geburtstag, denn der Checker vom Neckar wünscht dir immer das Beste. Ich habe gehört, dass du 18 Jahre alt wirst. Das ist ja Wahnsinn. Also an der Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich wünsche dir alles, alles Gute zum 18. Geburtstag. Ich hoffe, du genießt den Tag, feierst schön. Und da will ich es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, dir dazu recht herzlich zu gratulieren. Alles, alles Gute. Liebe Marie, alles Gute zu deinem 18. Geburtstag. Ich wünsche dir heute einen ganz tollen Tag. Lass dich ordentlich feiern. Und man wird nur einmal 18. Ich kann es beurteilen, denn ich bin auch schon 18 und zwar hilft das schon. Super, super. So, Marie, wie hat dir das Video gefallen? Sehr gut. Ja. Danke auf jeden Fall, dass ihr alle da seid und danke auch für das Video. Macht es toll. Und alle auch. Ich bin jetzt 80 geworden, haben wir mitbekommen. Mir geht es auch gar nicht mehr so gut, mein Rücken tut weh. Also, vielleicht so ein Rollstuhl oder so, nächstes Mal bereite ich dann mehr besser. Und ja, danke für die ganzen Geschenke und ich würde sagen, jetzt ist das Buffet eröffnet, weil ich sterbe vor Hunger. Und ja, let's go, oder?